Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der IDA Sprechstunde mit Themen rund um Medizin, Gesundheit, Wissenschaft und mit meinem Lieblingsmediziner Dr. Gunter Frank. Und mein Lieblingswissenschaftler Kai Klapproth. Ja, super. Jede Woche ein Vergnügen, lieber Kai. Vor allen Dingen, weil wir halt einfach so reden, wie wir das uns denken und wie uns der Schnabel da gewachsen ist. Pragmatisch, mit Substanz, aber halt auch mit einer freien Meinung, was ja heutzutage, wir sagen es jede Woche aufs Neue, aber stimmt einfach, die muss man sich leisten können, die freie Meinung. Das ist ja nicht so einfach. Ja, noch können wir sie uns leisten. Mal sehen, wie lange wir noch auf Sendung bleiben. Man darf ja in Deutschland alles sagen, ja. Man muss nur mit den Konsequenzen genau. rechnen. Dann. Genau, genau. Und es wird ja auch immer heikler. Also wir haben ja vieles gesagt in den letzten Jahren, was jetzt auch belegbar ist. Ja, es entwickelt sich ja einiges, es kommen Dokumente ans Licht. Ja, also wir erleben jetzt gerade die letzten Tage wieder Dinge, wo wir sagen, es überrascht uns gar nicht so groß, aber es ist schön, dass es jetzt mal schwarz auf weiß zu sehen ist. Ja, schwarz ist gut, weil nämlich viel geschwärzt ist. Mhm. Also das Magazin Multipolar, Paul Schreier ist der Macher dahinter, die haben es geschafft, auch da wieder, um das gleich zu sagen, mit einem Einsatz von etwa 15.000 Euro, die sie aus eigener Tasche bezahlen. Wie viele Millionen hat Lauterbach Paxlovid in den Sand gesetzt? 600 Millionen? Ja, also man sieht einfach, die Startseite, die ja quasi diesen ganzen Mist baut, hat natürlich unglaublich viel mehr Möglichkeiten, Rechtsanwälte und sonst was. Aber es klingt immer doch wieder auch Leuten, die sich engagieren mit kleinen Geldmitteln, die für denjenigen natürlich belastend sind. 15.000 Euro ist ein Wort, muss man stemmen. Aber damit haben sie es geschafft, die Protokolle vom RKI frei zu bekommen. Die beschreiben, was eigentlich besprochen worden ist in den Gremien in den Zeiten vor dem Lockdown. Mhm. Und schwarz deswegen, weil natürlich unglaublich viel geschwärzt ist. Und jetzt muss man wieder klagen, um die geschwärzten Stellen freizukriegen. Also sie versuchen es halt zu vermeiden, dass man eben wirklich erfährt, was da los war. Und es ist spannend, was da los war, jetzt schon. Allein die ungeschwärzten Sachen sind hoch bemerkenswert. Es sind so kleine Hoffnungen, dass der Rechtsstaat doch noch seine Krallen hat und seine Zähne und dass das Ding jetzt vorliegt. Und das Erstaunliche ist, wie gesagt, uns erstaunt es nicht, aber jetzt ist es doch irgendwas klarer, als die Einschätzung des RKIs, wann war es, im März, glaube ich? Ziemlich genau, vor 4 Jahren. Ja, ja, im März. Mhm. Von mäßig auf hoch die Gefährlichkeit der Pandemie gestuft wurde, war dies die Voraussetzung für alles. Mhm. Für den Lockdown, die Schulschließungen, alles. Alle, auch die Gerichte, alle haben sich auf das RKI als Fachbehörde bezogen, weil die eine hohe Risikolage attestiert haben. Und jetzt kommt raus, diese Hochstufung war nicht Ergebnis einer sachlichen Analyse von Daten, Fakten, Erhebungen, sondern da kam irgendein Mufti aus der Politik, der Name ist geschwärzt, können wir mal spekulieren, wer das sein könnte, und der hat das quasi angeordnet. Das kam aus der Politik, wie es aussieht, die hat gesagt, stuft mal hier das Risiko von mäßig auf hoch. Wir müssen in den Lockdown, wir müssen ein paar Sachen machen und wir brauchen das jetzt. Dazu passt auch ein Interview, ich glaube an der Welt, ein Artikel, wo der Herr, wie heißt der, Bude vom Ethikrat, und das war auch einer der Beteiligten zu dieser Zeit, Lockdown, wo die gesagt haben, uns ging es gar nicht um Wissenschaft, wir brauchten einfach ein Modell, um die Panik zu erzeugen. Und dann haben wir uns auf diesen einen Blogger da bezogen mit Flatten the Curve, ja, dass also die Gesundheitssystem massiv überlastet wird, wenn man das Virus frei sich entfalten lässt. Und das haben wir einfach dann übernommen in den Gremien, um der Bevölkerung Angst zu machen, um sie zu überzeugen. Also das heißt, Wissenschaft? Wo? Vernunft? Wo Analyse? Null. Das Ding war, die Pandemie war politisch und wurde politisch durchgesetzt. Es sind historische Dokumente, muss man sagen. Ja, es ist ziemlich genau 4 Jahre her, dass wir das hier erlebt haben. Wir können uns trotzdem ganz gut erinnern, auch wenn seitdem viel passiert ist. Ich weiß das auch noch, wie ich selber ja damals noch an der Universität als Wissenschaftler tätig, vollkommen überrascht war, wie das plötzlich
umgedreht wurde. Ja? Weil es war die ganze Zeit, eigentlich der Tenor war, so wie ich es auch empfunden habe, es keine große Gefahr. Also selbst Leute wie Herr Drosten haben ja beschwichtigt, es gab überhaupt nichts zu befürchten eigentlich. Und das ging wirklich innerhalb von wenigen Tagen. Und es ging in dem Moment, als die Tests hochgefahren wurden. Ja? Es wurden Tests hochgefahren, es wurde immer mehr getestet. Und plötzlich kam dieser explosionsartige Anstieg, schien zu kommen mit Fällen. Wobei wir da immer noch, was absolute Zahlen betraf, das war lächerlich wenig. Also ich erinnere mich an die Uniklinik. Ich habe damals an der Uniklinik gearbeitet, als dann plötzlich die ganzen Abteilungen leergeräumt wurden. Die sollten nur für Covid-Patienten freigemacht werden. Da haben wir jede Woche einen Covid-Lagerbericht bekommen. Alle Mitarbeiter in der Universitätsklinik, egal ob sie im Keller gearbeitet haben oder in der Wäscherei, haben diesen Covid-Lagerbericht bekommen. Und da stand immer drin, wie viele Covid-Patienten haben wir denn gerade? Dann waren es irgendwann mal zwei, dann waren es irgendwann mal fünf. Und daran hat man das Ganze aber nicht festgemacht, sondern an der berühmten Inzidenz. Mhm. Ja, und dann hat man gesagt, die Fälle haben sich verdreifacht und hat einfach verschwiegen, dass auch die Zahl der Tests sich verdreifacht hat. Also es ist an Banalität nicht zu übertreffen, haben wir damals lautstark gesagt. Ja. Jetzt kommt er so langsam rauf und ich weiß nicht, wie lange es dauert, dass die Mehrheit der Bevölkerung einfach mal versteht, dass da Dilettanten am Werk waren, wo aber im Hintergrund Leute, die gesteuert haben. Mhm. Ja, und da gibt es ja Leute aus dem Bundesgesundheitsministerium, die haben bei den WHO-Planspielen und Pandemie mitgemacht. Die sind da sehr vernetzt in WHO und den ganzen Gain-of-Function-Kreisen. Und haben offensichtlich diese ganze Marketingaktion, und es ist ja meine These im Staatsverbrechen, dass dieser Lockdown, alles, was da passiert ist, an Leidensdruck, ja, finde ich, auch Verbrechen, was man gegenüber der Bevölkerung exekutiert hat, hatte das Ziel, quasi die Rettung, die Impfung als Rettung zu installieren. Dass man gar nicht mehr vernünftig überprüfen könnte, ob die Impfung überhaupt was taugt oder nicht, oder ob sie gefährlich ist, sondern man wollte einfach den Retter, den Heiland haben. Ja? Was sagte unser Ministerpräsident? Ich habe es schon mal wiederholt. Der Moses. Das ist der Moses, der es durch die Pandemie führt. Ja, oder der Stern hat getitelt, die drei heiligen Könige bringen, also den BioNTech-Impfstoff. Also völlig irre. Und das hat aber eine Intention gehabt. Also der ganze Lockdown sollte diesen Leidensdruck erzeugen, dass die schlechteste Zulassungsstudie, die es jemals in der Geschichte der Medizin gab, dann zur Zulassung dieses Stoffs geführt hat. Und das kommt dann jetzt immer mehr raus. Mhm. Man hört natürlich nach wie vor davon nichts in der Tagesschau, im Sternenspiegel, FAZ, in den Staatsmedien. Aber dafür werden halt die neuen Medien immer mehr gelesen. Ich habe auch tatsächlich vorhin mal wieder Staatsfunk gehört im Autoradio und ich war auch überrascht. Es ist eine vollkommen andere Welt, die mir da erzählt wird. Die Tagesschau erzählt eine andere Geschichte. Die leben in einer anderen Wirklichkeit, muss man sagen. Ja. Und was wir gesagt haben die ganze Zeit, ist jetzt schwarz auf weiß da. Es hat sich letztlich bewahrheitet, aber es kommt nicht durch, es dringt nicht durch. Und ich erlebe das auch bei vielen Leuten, mit denen ich noch zu tun habe. Man will es auch nicht mehr wissen. Ja? Man will die alternativen Medien, die sind ja so und so bäh. Aber auch man guckt auch gar keine Tagesschau mehr. Ja? Es könnte ja passieren, dass einen das irgendwie beunruhigt. Also gibt es auch immer mehr Leute, die sich anscheinend mittlerweile komplett zurückgezogen haben, komplett in die, in die Kommunikationswüste, die sich ihre eigene, in gewisser Weise verständlich, die sich ihre eigene Wirklichkeit vielleicht zurechtzimmern wollen und verhindern wollen, dass da irgendwas in sie eindringt. Aber ich meine, es ist die Wirklichkeit kommt. Es wird jetzt auch vermehrt nach Aufklärung und nach Aufarbeitung auch von Virologen tatsächlich, dafür wird gesprochen, möglicherweise Strategien, ja, weil man merkt, der Wind dreht sich, das kann sein. Aber ich finde das bemerkenswert. Diese RKI-Dokumente sind 5000 Seiten oder so. Also das heißt, es ist jetzt erst der Anfang. Mhm. Ja, das müssen wir natürlich jetzt durchforsten. Multipolar hat es dankenswerterweise komplett online gestellt. Mhm. Wir können, also jetzt können alle, auch jeder Zuschauer kann sich das komplett anschauen. Also multipolar-magazin.de, ja. Glaube ich. Ich glaube, .de, ja. Genau, also wir werden es auch verlinken. Ja. Wir werden auch die Studie, die Dokumente komplett verlinken. Es wird interessant werden, was da noch zutage gefördert wird. Absolut. Das, was du beschreibst, dass Menschen sich zurückziehen, das ist natürlich eine ganz natürliche Folge dieser kognitiven Dissonanz. Ja, also es ist ja so, das haben ja die Psychologen sehr gut erforscht, dass wir zwar mental, kognitiv die Wirklichkeit ablocken können. Also wir wollen es einfach nicht hören,
Aber das Unbewusste nimmt es natürlich sehr wohl wahr. Mhm. Das Unbewusste nimmt all die Informationen auf und funkt das ins Bewusstsein rein. Und wenn wir da eine Blockade machen, dann hat das auch eben psychologische Folgen. Ja, das können Zwangsstörungen, Neurosen daraus entstehen. Das hält man auch nicht lange aus, die meisten nicht. Mhm. Und dann platzt das irgendwann raus, unkontrolliert. Und interessant in dem Zusammenhang, das wird eben auch viele, viele Ärzte betreffen, ist ein Strafbescheid über einen Schadensersatzsumme von 1300 Euro des Landesamtes für Gesundheit und Soziales von Mecklenburg-Vorpommern an einen Schweriner Arzt, mhm. der vor 2 Jahren in einem Impfzentrum eine Person geimpft hat, die einen anerkannten Impfschaden hat. Mhm. Und jetzt, ich glaube, das sollten viele Ärzte, und ich habe es damals schon in der Talkshow von Talk im Hangar bei Servus TV gesagt. Ich habe es in die Kamera reingesagt. Ich habe gesagt, liebe Kollegen, glaubt bloß nicht, dass ihr von der Haftung draußen seid. Ich erinnere mich, ja. Da machen euch die Standesgesellschaften, die Politik, macht euch was vor. Mhm. Es wird nämlich Folgendes passieren. Ich habe es genau angekündigt, genauso kommt es nämlich jetzt. Die Hersteller drücken die Haftung auf den Staat ab, per Vertrag. Auch das wird irgendwann nicht mehr funktionieren, weil man den Hersteller durch grobe Fahrlässigkeit nachweisen kann. Aber noch ist es so, dass der Staat in der Pflicht ist. Ja, was macht der Staat? Der sagt, Ärzte aus der Haftung, das haben wir gesagt, aber auch nur, wenn sie keine grobe Fahrlässigkeit begangen haben. Haben sie ordentlich aufgeklärt? Und dann wird der Staat natürlich die Kosten auf die Ärzte versuchen abzuwälzen, indem die Ärzte nachweisen müssen, dass sie gesetzesmäßig aufgeklärt haben. Und das hat so gut wie keiner. Mhm. Ja, also ich habe am Anfang 6 Senioren geimpft, weil sie unbedingt zu ihren Enkeln wollten. Ich habe denen im Vortag, also per E-Mail, einen Stapel Informationen, wo die ganze Unsicherheit drin gestanden ist, die fehlende korrekte Zulassung, die offenen Fragen, man alles drin. Ich habe denen gesagt, bringt es am nächsten Tag mit, lest es durch, unterschreibt es, bringt es mir mit und wir gehen es nochmal durch und dann unterschreibe ich, dass wir das durchgegangen haben. Ich habe eine halbe Stunde Zeit genommen. Und erst dann, wenn die dann gesagt haben, ich will es trotzdem haben, habe ich sie geimpft, nach 6, 7 Mal habe ich es sein gelassen, weil ich konnte es mit dem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Gott sei Dank ist nichts passiert. Ja? Wird es mir nicht verzeihen. Aber das hat so gut wie kein Arzt gemacht. Das heißt, natürlich sind die Ärzte in der Haftung. Und natürlich, wenn sind jetzt bei diesem Strafbescheid, es ging ja nur um 1300 Euro nur, da ist natürlich Sturm gelaufen, ja, die Standesvertretung, die Ärztekammer, der Hausärzteverband. Und das ist politisch jetzt nochmal abgewandt worden. Aber wenn sich der politische Wind mal so ein bisschen dreht, nur so ein bisschen, das wird heftig. Mhm. Ja? Mhm. Und dann werden viele Ärzte etwas dumm aus der Wäsche gucken. Und ich sage dir, die ersten, die sich verkrümeln werden, wenn die vor Gericht stehen, werden die Standesvertreter sein. Mhm. Die Ärztekammern. Die werden sagen, und das kann man wahrscheinlich wörtlich dann hören, mhm. ja, selbstverständlich waren unsere Ärzte aus der Haftung, aber die Aufklärungspflicht musste natürlich gewahrt werden. So wird es laufen. Ja. Ja? Und das wird mit Schwerin, das war schon ein Knaller. Ich glaube, da haben einige schon mal wir kriegen jetzt mal so langsam kalte Füße. Und Leute, das habt ihr euch selbst zu verdanken. Ich glaube sogar, wir werden irgendwann eine Amnestie brauchen. Weil so viele Ärzte mitgemacht haben und so viele Ärzte, die von diesen Klagen bedroht sind, dass wir irgendwann eine Lösung finden müssen. Aber diese Amnestie akzeptiere ich erst, wenn alle Ärzte, die wegen Maskenattesten oder sonstigen Corona-Protesten vor Gericht stehen, wenn da eine Amnestie gelaufen ist. Also wir sehen spannenden Zeiten entgegen. Mhm. Wirklich aufklären konnte man ja nicht. Das ist die eine Sache, ja, weil ja niemand was wusste. Ja doch, das musst du dann eben sagen. Genau. Das volle Risiko wusste niemand und das hätte man aber sagen müssen, man hätte sich bemühen müssen. Das muss also ich weiß. Wenn man sich mal, es gibt ja diese Aufklärungsinformationen, die rausgegeben werden, genau, die werden ja rausgegeben. Weißt du, wie viele verschiedene Versionen es gegeben hat in den ersten 2 Jahren von den mRNA-Informationen? 28 oder 29, ja. Also die haben das quasi am Anfang wochenweise haben sie es ergänzt, weil sie ständig neue Sachen dazu gefunden haben. Da darf man nicht, da sollte man nicht, das ist noch eine Gegenanzeige oder sonst was. Das wurde also massiv, ja, immer neue
adaptiert, angepasst. Und ich bin sicher, dass kein Arzt da noch eine Übersicht gehabt hat. Ich meine, nicht, dass es einer groß versucht hätte, dann ist ganz klar, in diesen Impfzentren oder wenn die Impfbusse vorgefahren sind von den Schulen, da hatte natürlich keiner Zeit, sich diese Sachen durchzulesen und den Leuten auch wirklich zu vermitteln. Die meisten Ärzte wussten überhaupt nicht, was sie da spritzen und es war ihnen schlicht egal. Ja, aber genauso geht's nicht. Du bist als Arzt nur einem verpflichtet und das ist der Patient. Ja. Du bist kein Handlanger der Politik, du bist kein Erfüllungsgehilfe von irgendwelchen Pharmafirmen, du bist selbstständiger Arzt. Also die Arztpraxis hat ja auch eine ganz hohe Eigenständigkeit. Ja? Wir gelten ja auch nicht als Gewerbe, ja, wir sind auch geschützt. Früher war es ein Monopol, die Arztpraxis. Ja, heute gibt es ja die MVZs, also könnten Unternehmen auch ambulant behandeln. Auch so eine Aufweichung. Aber der Arzt hat eine ganz starke Position. Ne? Aber er ist dem Patienten verpflichtet. Das heißt, er kann nicht irgendwelche Behörden, die ihn übernahmen, machen und sagen, ja, das ist die Behörde hat es angeordnet. Das funktioniert so nicht. Er muss den Patienten fachgerecht aufklären. Alles andere ist fahrlässig. Und da kann er sich auf keine Autorität berufen. Das heißt, jeder Patient, der jetzt unter einem Impfschaden leidet, der auch anerkannt wird, das ist, glaube ich, die große Hürde. Es muss erstmal ein anerkannter Impfschaden sein. Das ist die Schwierigkeit. Wie komme ich überhaupt dazu, dass er anerkannt wird? Aber wenn man diesen anerkannten Impfschaden hat, ist man im Prinzip, hat man jetzt bessere Karten. Einfach, wenn man den Hersteller nicht verklagen kann, verklagt man halt seinen Arzt. Das werden halt sehr wenige Patienten machen wollen, das verstehe ich auch, weil der Arzt ist eine Autoritätsperson, mit dem will man es auch nicht verscherzen, gerade wenn es der eigene Hausarzt ist. Das ist schon klar. Aber ich glaube halt, dass auf der einen Seite werden das vielleicht Patienten machen, dennoch machen. Es gibt auch Rechtsanwälte, die überlegen sich grundsätzlich Strafanzeigen wegen fehlender Aufklärung, ist nämlich auch strafrechtlich relevant. Aber das eigentliche Perfide ist, dass eben Klagen gegen den Staat, also gegen den Hersteller, letztendlich beim Arzt landen. Weil der Hersteller wälzt auf den Staat ab und der Staat dann auf den Arzt. Und das wird hoffentlich die Staatsgläubigkeit von vielen Kollegen erschüttern. Ja? Und das wäre heilsam. Ein Prozess. Wir müssen sehen, wie es weitergeht. Wird spannend. Ja. Wird wirklich, wirklich spannend. Ich meine, ich denke ja, dass Deutschland eines der letzten Länder sein wird, was da wirklich mal ein bisschen Klartext spricht in der Öffentlichkeit. Aber in anderen Ländern passiert ja schon einiges. Also die Wirklichkeit, haben wir ja auch immer gesagt, die Wirklichkeit, die wird sich irgendwann Bahn brechen. Weil das Ding ist zu groß, das kann man nicht unter den Teppich halten. Nun ist es so, gerade Impfschäden werden schon unter den Teppich gehalten, weil wir haben ja eigentlich kein großes Problem mit Impfschäden, sondern wir haben ja in Deutschland ein sehr viel größeres Problem mit Long-Covid. Ja, genau, alles Long-Covid. Das ist ja, wir haben ja, ich weiß gar nicht, 300 Millionen oder keine Ahnung, wie viel Forschungsmittel mittlerweile der Herr Lauterbach in die Erforschung von Long-Covid gesteckt hat. Also das ist das drängende Problem überall, Long-Covid. Da gab es jetzt auch eine interessante neue Beobachtung oder eine neue Studie, die ist angekündigt worden aus Australien, Queensland. Da haben Wissenschaftler das mal überprüft, die haben Leute befragt nach über einem Jahr, die Beschwerden hatten nach einer Infektion, wie das eigentlich aussieht, ihren Long-Covid-Symptomen, ja, so bestimmte Symptome abgefragt. Und da kamen ganz interessante Sachen raus. Ja. Da kam raus, dass der Anteil derjenigen, die unter Long-Covid leiden, und bei den Infizierten oder den Covid-Patienten gar nicht höher ist, als bei denen, die kein Covid hatten, oder? Letztendlich ist es das, was alte Hasen, also zum Beispiel der wirklich auch früher weg, also auch führende Lungenarzt, früher schon lange emeritiert, Professor Köhler, auch schon immer gesagt haben, die also wirklich über Jahrzehnte einen Blick haben auf Intensivabteilungen, was ist da so passiert. Und die sagen, ein gewisser Prozentsatz nach viralen Lungenerkrankungen hat danach ein postvirales Syndrom. Das ist bekannt. Es gibt einfach immer wieder Patienten, das gab es auch in der Vergangenheit, die haben eine Grippe. Und die Grippe ist nicht irgendwie ein bisschen Schnupfen, sondern die Grippe ist eben 39, 40 Fieber, heftigste Gliederschmerzen. Die ist nicht unbedingt nach einer Woche vorbei, geht auf 4 Wochen, bis man irgendwie auf den Füßen steht. Und einige trifft es halt dann, die werden aus ihrem Leben gerissen. Die haben Monate, teilweise Jahre lang keine Kraft, sind ständig müde. Und man weiß nicht genau, wo das herkommt. Und man hat leider auch keine wirkliche Therapie. Diese Menschen gab es immer. Und
Seit Corona heißt dieses postvirale Syndrom Long-Covid. Das ist aber eine politische Geschichte, weil man braucht ja die Gefährlichkeit des Virus. Das Virus war ja dann eben, die Letalität war eben nicht über der einer Grippe. Das konnte man irgendwann nicht mehr konstruieren. Also brauchte man Long-Covid. Aber Long-Covid war halt 2020 kein großes Thema. Mhm. Logisch, weil eben das postvirale Syndrom selten ist. Und man versuchte halt schon 2020 das als eine Volksseuche hochzuziehen. Zum Beispiel gab es da dann diese schöne Kinderstudie in der Schweiz, das heißt Ciao Corona. Mhm. Und da hat man eben gesehen, 2020 gab es noch viele Kinder, die haben keine Antikörper gegen Corona. Das findet man heute nicht mehr, die Bevölkerung ist ja durchseucht. Dass die Kinder ohne die Antikörper genauso viele Symptome angegeben haben, wie die mit Antikörpern, die also Corona-Infektion hatten. Und es liegt halt auch daran, dass man ganz allgemeine Symptome wie Konzentrationsschwäche, vielleicht depressive Verstimmung, Stimmungsschwankungen, solche allgemeinen Symptome als Long-Covid verordnet. Und was man da gemessen hat, war eben nicht Long-Covid, sondern Long-Maske, Long-Lockdown. Also einfach, die Kinder hatten Probleme. Und das hat mit dem Virus nichts zu tun, sondern mit den Maßnahmen. Und das echte Long-Covid ist das Chronik-Fatigue. Also das echte postvirale Syndrom. Und jetzt wird es aber interessant. Jetzt verzeichnet man jetzt mit Beginn der Impfkampagne gab es ja die vorausgesagten Impfnebenwirkungen, die eben meistens eben auf dem Spike-Protein beruhen oder Autoimmunprozessen. Und das hat eben mit Long-Covid nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Pathogenese. Ich will ja nicht außer Acht lassen, dass es vielleicht auch ein Corona-Infizierter, auch ein Junger, vielleicht auch das Spike-Protein es ins Blut geschafft hat. Ja, durch die Schleimhautimmunität hindurch, dass es zu Gefäßschäden auch nach einer Corona-Infektion nicht nur bei stark immungeschwächten Patienten gekommen ist, sondern auch bei Jungen. Aber das ist die große Ausnahme. Deshalb wird nie und nimmer diese Fallzahlen generieren. Die Pathogenese der Impfung ist viel plausibler, dass sie eben diese ganzen Autoimmunprozesse, die Nervenschäden, die Hautschäden, Turbokrebs, wir wissen es nicht, aber die ganzen muskulären Geschichten, die Herzgeschichten natürlich. Und das hat mit Long-Covid gar nichts zu tun. Und in dieser Studie, um es wieder zurückzukommen, hat man eben, ich glaube, so 5000 Probanden. Ja. Man hat einfach versucht zu unterscheiden zwischen Covid-Patienten und Influenza-Patienten oder anderen Viruserkrankungen und hat festgestellt, die entsprechenden postviralen Symptome sind in der Anzahl in keiner Weise vermehrt bei Covid aufgetreten. Also da wird ein Etikettenschwindel betrieben. Man versucht, das Post-Vac-Syndrom als Long-Covid zu verkaufen, um im Nachhinein noch die Maßnahmen zu legitimieren. Das ist ein sehr durchsichtiges Vorgehen und auch solche Studien widerlegen das ja. Mhm. Ja, ich meine, bei dem ganzen Post, du hast es sehr schön gesagt, wir haben natürlich hier ganz unterschiedliche Pathomechanismen, es gibt aber keine Studien, die tatsächlich mal dieses Post-Vac nach Impfung oder diese Symptomatik nach Impfung ordentlich untersucht. Wir haben das ja, unser Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat das ja selber erklärt. Es sieht gar keine Notwendigkeit, hier Studien zu machen oder Geld zu investieren, um das zu untersuchen, weil er ist ja der Ansicht, das Post-Vac und das Long-Covid haben die gleiche Symptomatik. Wenn wir Long-Covid erforschen, dann nützt das ja auch den Post-Vac-Patienten. Ja. Das ist natürlich Unsinn, weil erstmal ist es wahrscheinlich eine andere Pathologie. Wir haben eine andere, wir wissen nicht genau, wie viel Spike-Proteine tatsächlich in der Blutbahn ist. Es gibt ja diese pharmakokinetischen Studien, die fehlen uns ja immer noch. Wir wissen nur mittlerweile, es sind wohl sehr viele. Die Konzentration von Spike-Proteinen nach einer Impfung im Blut ist wahrscheinlich so hoch, zumindest für einige Zeit, wie bei schwer Covid-erkrankten Patienten. Das heißt, wir haben hier möglicherweise eine ganz andere Pathologie bei gesunden Leuten. Aber es wird nicht erforscht. Es wird ja nur bei diesen Long-Covid-Studien immer nur geschaut, wie lange liegt die Covid-Infektion zurück, aber nicht, wie lange liegt die Impfung zurück. Das ist die Studie, die man eigentlich machen müsste. Aber die sehe ich nirgendwo. Die sehe ich auch in anderen Ländern nicht, auch in Queensland. Da ist kein politischer Wille da. Und Lauterbach hat ja mal selber in einem Interview gesagt, es sei doch Selbstmord in der Politik, die Wahrheit zu sagen. Ja. Ja. Also der sagt ja gerade, was ihm da so passt. Das ist natürlich totaler Unsinn. Wenn er sagt, wenn er von Long-Covid spricht, aber es ist Post-Vac. Mhm. Ja. Und ich habe gestern eine Anfrage
als Sachverständiger wurde ich gefragt, eine Dame mit Patientin mit offensichtlichen neuromuskulären Problemen nach der Impfung, nach der Genimpfung. Und da war dann so unter zweitens, teilen Sie mit, inwieweit Sie eine kausale Verknüpfung sehen zwischen den Symptomen und der Impfung und orientieren Sie sich bitte da an der geltenden Lehrmeinung. Aha. Und dann habe ich dem Gericht geschrieben, sorry, das ist nicht möglich, weil es die Lehrmeinung nicht gibt, weil kein Mensch versucht, hier eine solide Lehrmeinung herzustellen. Die Studien werden nicht gemacht, die Literatur wird nicht irgendwie vernünftig gesichtet. Es ist ein Versäumnis der Universitäten, der Institutionen. Und deswegen kann ich überhaupt keine Einschätzung anhand der Lehrmeinung geben. Ich kann nur sagen, es gibt viele plausible Argumente, dass es davon kommen kann. Ich habe viele Patienten, also bestimmt 30, 40 gesehen mit ähnlichen Symptomen nach der Impfung. Und für mich ist dieser Zusammenhang plausibel. Ja, aber der Patient, der Arzt und die Gerichte werden einfach von der Wissenschaft und von den Institutionen wie RKI oder Paul-Ehrens-Institut im Stich gelassen. Ja, wenn es da mal einer wagt, wir haben ja schon drüber gesprochen, Herr Mattes von der Charité, wenn es mal einer wagt, wirklich da Untersuchungen zu versuchen, dann wird er ganz schnell gecancelt oder öffentlich abgestraft. Ich meine, seine Studie soll ja noch rauskommen. Wir werden sehen. Also ich bin da natürlich extrem gespannt. Ja. Weil diese Studie schon alles ändert. Mhm. Und er hat ja schon gesagt, dass die Ergebnisse ähnlich sind wie seine quasi den Alarm, den er vor 2 Jahren geschlagen hat. Mhm. Und wenn die Studie draußen ist, also er spricht ja von, glaube ich, wie war das, 5 oder 6 schweren Impfnebenwirkungen auf 1000 Geimpfte. Mhm. Ja, und wir reden ja über Gesunde. Dann ist es nicht mehr wegzuwischen. Ich meine, dann kann man natürlich die Studie methodisch kritisieren, aber es ist immer noch das Beste, was wir haben. Und dann kann ich nicht mehr von solchen ganz extrem wenigen Fällen ausgehen. Also das ganze Ding ist halt ein Kartenhaus, es wackelt, wir warten alle drauf, dass es einstürzt. Und arbeiten darauf hin, ja. Es gab noch neue Neuigkeiten, neue Erkenntnisse auf Schwarz auf Weiß. Wenn man daran denkt, wer war eigentlich damals beteiligt? Wer war eigentlich mit an dieser ganzen Panikmache? International wird immer wieder so ein Name genannt wie Fauci zum Beispiel, der ja ganz tief drin hängt in dieser Vernetzung auch mit Wuhan, wo man nicht so genau weiß, was er wusste und wie das Finanzierungsströme... Also das ist so der Finanzströme genau, so... Genau. Wie so, ich stelle mir das wie so ein Patriarch vor, wie so ein Pate. Ja. Aber jetzt gerade die Amerikaner, die sich lange auf den Fauci konzentriert haben, die schauen jetzt langsam auch ein bisschen nach Deutschland, weil hier gibt es auch neue Verbindungen oder neue Verbindungen scheinen sich aufzutun, wo auch unsere Virologen, wie zum Beispiel ein Herr Drosten, nach China gehabt hat. Du hast das da auch mehr. Also mir war das nicht bewusst. Ich habe dann noch mal ein bisschen im Internet geguckt. Da gab es schon Artikel, auch frühere Artikel, wo man hätte das finden können. Es gab eine ganz enge Verbindung von einer deutschen Universität, nämlich in Essen, dem Virologischen Institut, wie auch immer, der Universität Essen, nach Wuhan. Es gab ein eigenes deutsches Wuhan-Labor. Mir ist nicht ganz klar, ob es auf dem gleichen Gelände ist wie das klassische Wuhan-Labor dort, aber es muss in der Nähe, oder zumindest irgendwie... Es war auch ein virologisches Labor auf jeden Fall. Irgendwie verbunden, wie auch immer. Und zwar hat der Herr Dittmar, heißt er? Ulf Dittmar. Ja, der erstens natürlich im glaube Januar gesagt hat, das ist ein ganz harmloses Virus, kann nichts passieren. Mhm. Und er hat auch bei Omikron, da habe ich mal einen Artikel einfach gut geschrieben, bei Omikron gesagt, jetzt könnte man eigentlich ein bisschen lockerer werden. Ja, aber nach dem Motto so, also er hat natürlich die Maßnahmen nicht kritisiert und so weiter, hat auch schon mitgemacht, hat auch, glaube ich, auch ein Bashing betrieben. Weiß nicht mehr genau, war aber nicht in Ordnung. Aber dann bei Omikron könnte man doch jetzt ein bisschen ruhiger werden. Der hat ganz viel dort mit der Forschung in Wuhan zu tun. Als deutscher Virologe ist jetzt auch Präsident der Deutschen Virologischen Gesellschaft geworden. Ja. War auch mal Mertens gewesen, der frühe Chef der STIKO, der dann auch das Moratorium kritisiert hat. Gene-of-Function-Moratorium, ja. Und da waren ganz viele Verknüpfungen. Und auch mit Drosten.
Was haben die da für Forschung eigentlich betrieben? Und ja, der Drosten hat es ja nie erwähnt. Ja? Also der Drosten hat es ja anscheinend auch in seinen Gesprächen mit Fauci und den anderen Virologen, gab's ja, hast du ja in deinem Buch auch drin, gab es ja ganz interessante Treffen auch direkt unmittelbar danach, wo dieser ganze Ursprung des Virus diskutiert worden ist. Und da hat ja Drosten eigentlich diese Diskussion auch nicht gewollt. Ja? Also er hat nie erwähnt, dass er eigentlich, also das war mir nie bewusst, dass er selber in Wuhan wohl an der Forschung beteiligt war. Zusammen mit Ulf Dittmar. Ja. Und diese Geschichte mit den E-Mails ist ja sehr spannend. Mhm. Weil am 1. Februar 2020 hat eben Fauci als quasi der Godfather der Gain-of-Function-Forschung, aber nicht als Forscher, sondern eben als Funktionär, Politiker eigentlich, zu einer eiligen Telefonkonferenz zusammengetrommelt, wo also die führenden Virologen in diesem Kontext dann über das Virus diskutieren sollten, weil nämlich ihm Wissenschaftler, ich glaube, das war dieser Anderson, glaube ich, gewesen, gesagt haben, hoppla, dieses Virus da, da stimmt was nicht, was da gerade diese Covid-Erkrankung auslöst. Und dann ging es eben um diese Furin-Spaltstelle. Mhm. Und es war dann schon klar, die Telefonkonferenz wurde nicht abgehört, zumindest nicht bekannt, aber die nachfolgenden E-Mails, der Austausch zwischen den Teilnehmern, der wurde freigeklagt. Und das habe ich in meinem Buch ja auch drin, die E-Mails. Die sind sehr schön zu lesen, weil sie vom Tonfall merkt man das authentisch. Also da geht es wirklich mal, die sagen jetzt mal wirklich, was sie gerade denken. Die waren selber auch überrascht. Die waren überrascht, die haben diskutiert. Viele waren der Meinung, dass das ganz offensichtlich künstlich entstanden sein muss. Mhm. Die Frage, die diskutiert wurde, war das jetzt Intention, also Absicht, oder war das einfach ein Laborfehler, der passiert ist? Was sie anscheinend nicht auf dem Schirm hatten oder was da nicht ausgesprochen wurde, dass natürlich 2018 ein Antrag, dieses Virus zu bauen, nämlich ein Coronavirus mit SARS-Virus mit Furin-Spaltstelle von Peter Daszak, ja, gestellt wurde. Ja, also Zufall. Und jedenfalls aber konnte man erkennen, also das hatte ich den Eindruck, ich habe diese Mails gelesen, dass am Anfang wurde das noch fachlich diskutiert und aber im gewissen Zeitpunkt wurde den Forschern klar, Mensch, wenn das an die Öffentlichkeit gerät, dass unsere Forschung, unsere Gain-of-Function-Forschung so ein Virus erschaffen hat, was jetzt diesen Wuhan-Ding ausgelöst hat, wenn das rauskommt, dann kommt vielleicht wieder ein Moratorium. Dann wird wieder unsere Forschung blockiert, wenn die Öffentlichkeit protestiert. Und der Februar 2020, das war, glaube ich, der entscheidende Monat, weil in diesem Monat muss den Beteiligten aber auch klar geworden sein, dass dieses künstliche Virus, und wer zweifelt heute noch an, dass es aus dem Labor kommt, dass dieses künstliche Virus eine Riesenchance bot, diesen Ladenhüter zu verkaufen, diese mRNA-Impfung. Und dass jetzt mit diesem extremen Lockdown in Wuhan, dieser extremen Panik, dass man jetzt da den Westen umdrehen muss und den auch in die China-Panik versetzen muss, damit der Druck entsteht, diese Impfstoffe zuzulassen. Ich bin überzeugt, da gibt es ja viele, viele Interpretationen. Ich bin überzeugt, dass diese Planspiele, das war ja alles auch angekündigt, dass etwas Ähnliches auch passiert wäre. Mhm. Aber der konkrete Anlass, der Auslöser, glaube ich, war ein Laborunfall, der dann quasi erstmal in diesen heftigsten Lockdown in Wuhan geführt hat, weil, glaube ich, Peking natürlich wusste, dass da an der Biowaffe geforscht wurde. Die hatten richtig Schiss, glaube ich. Und dann stellte sich das Virus eben als in der Letalität in keiner Weise besonders heraus. In der Infektiosität möglicherweise deutlich mehr durch die Furin-Spaltstelle. Und man hätte natürlich dann im Dezember einen Alarm abblasen müssen. Aber es ist Gegenteil, ist passiert. Man hat dann im Februar quasi die Wege eingeleitet, die Politik so richtig in Panik zu versetzen. Und jetzt sind wir wieder am Anfang unserer Sendung. Und da muss eben auch jemand den Auftrag gehabt haben, ins RKI zu gehen und zu sagen, politische Anordnung, hier setzt jetzt die Gefährdungsstufe auf hoch, obwohl es überhaupt keine Daten dafür gibt.
Aber was ich erschreckend finde an der Geschichte, an diesem Treffen, an dem E-Mail-Verkehr, ist ja, es war offensichtlich, ja, es war eigentlich nach 3 Monaten, den Experten war es klar, hier ist irgendwas geschaffen worden. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding künstlich ist, ist doch deutlich höher, als dass es durch eine Zoonose einfach so passiert ist. Und man weiß natürlich auch, wir kennen ja die Zahlen, es gibt hunderte dokumentierte Laborunfälle, bei denen auch genetisch veränderte Viren oder Organismen in Wuhan dokumentiert, da waren amerikanische Delegationen, die Jahre zuvor schon die katastrophal schlechten Sicherheitsvorkehrungen in diesem Wuhan-Labor kritisiert haben. Aber was ich erstaunlich und erschreckend finde, ist, in dem Moment, es war diesen Leuten klar, diesen Virologen, Fauci, Drosten, dass jetzt hier was vertuscht werden muss, ja, aus den naheliegenden Gründen. Denen spätestens dann ist es klar gewesen, wir stecken mit drin. Aber wir haben natürlich eine Scientific Community, wir haben natürlich eine weltweite Wissenschaftsgemeinschaft und da sind ja unheimlich viele Fachleute drin, die das genauso gesehen haben, also die das ja auch erkennen konnten. Es war ja nicht ein Geheimwissen, was Drosten oder Fauci hatten, sondern jeder, der sich diese Sequenzen angeschaut hat. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Virologie, von Molekulargenetik, konnte relativ schnell zu dem Schluss kommen. Ich meine, selbst Leute, die vom Fach gar nicht so dicht am Fach dran waren. Wir hatten ja hier Herrn Wiesendanger, der sehr früh in Deutschland darauf hingewiesen hat, da kann was nicht stimmen. Und wir hatten diese warnenden Stimmen überall. Wir hatten ganz hervorragende Analysen auch der Gensequenzen, die gezeigt haben, dass die Idee, dass das natürlich entstanden ist, ist unwahrscheinlich. Aber trotzdem, ich glaube, du sagst, heute kann man es nicht mehr leugnen. Ich glaube, ja, in Amerika ist das mittlerweile in bestimmten Kreisen ziemlich angekommen. Da wird das nicht mehr geleugnet. Erschreckenderweise führt es nicht dazu, dass hier eigentlich sofort Leute ja auch ins Gefängnis müssen, weil irgendjemand ist dafür verantwortlich. Aber ich glaube, hier in Deutschland zum Beispiel ist es so, die Leute wollen es nicht hören. Wenn du heute den meisten Leuten erzählst, das Virus ist künstlich erschaffen, du bist genauso der Verschwörungstheoretiker, wie das vor 4 Jahren warst. Ja, und da hat halt und da hat Drosten sehr stark mitgewirkt, weil die natürlich diese Wissenschaftler, diese Telefonkonferenz endet damit, dass was Fauci, also einer gesagt hat, wir müssen jetzt was tun, um die Öffentlichkeit, um das in den Griff zu kriegen. Ja, diese öffentlichen Spekulationen über den Ursprung. Wir müssen jetzt Aktionen machen, also zum Beispiel Artikel schreiben, die also das irgendwie brandmarken, diese Laborthese. Und das haben sie gemacht. Mhm. Da war Drosten ja ganz vorne mit dabei. Haben sie im Lancet diesen berühmten Artikel gebracht. Ja. Wie viele haben unterschrieben? Weiß gar nicht mehr. Oh, ich weiß es 30, nicht. 40, ja. Also irgendwie. Also Führende auf jeden Fall. Mit Drosten. Und dann haben sie quasi so einfach Order de Mufti gesagt, in einem wissenschaftlichen Artikel, dass diejenigen, die also die Laborthese erwägen, Verschwörungstheoretiker sind. Genau. In einem wissenschaftlichen Artikel. Ja. Und das ganze Ding hat ja 2 Jahre gehalten. Mhm. 2 Jahre lang war die Diskussion zumindest in Deutschland außer Kraft gesetzt dadurch, bis Herr Wiesendanger dann mal auf den Putz gehauen hat. Und das ist natürlich ein Wissenschaftsskandal. Und ein Skandal, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, aber das ist auch ein ganz eigener Skandal, wie diese Wissenschaftscommunity der Virologen hier quasi das alles abgewürgt hat, um von eigenen Verantwortlichkeiten abzulenken. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da soll sich zum Beispiel solche Artikel wie The Lancet einfach mal schämen. Ja, Desek hat er übrigens auch unterschrieben, glaube ich. Ja, der hat auch unterschrieben. Farrar, glaube ich, auch, oder? Ja, natürlich. Ja. Und Desek war ja war Leiter gewesen der Kommission, die den Laborunfall in Wuhan untersuchen sollte, ob es einer ist. Ich glaube, die waren nicht einmal im Labor. Und hat gesagt, ja klar, alles in Ordnung, war kein Laborunfall. Ja. Und da hat sich der Lancet dann irgendwann entschuldigt. Auch Lancet ist ja eins der führenden medizinischen Journals. Das hätte man, diesen Interessenkonflikt hätte man bei Desek auch angeben müssen. Aber die sollen sich einfach nur schämen. Also die Reputation der führenden wissenschaftlichen Journals, also zumindest wie zum Beispiel Lancet, ist für mich am Boden. Ja. Also die kann ich nicht mehr ernst nehmen. Ja, ich denke auch, also das haben wir das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, die Rolle, die wissenschaftliche Journals gerade in den letzten Jahren gespielt haben, ist eine vollkommen andere, als sie eigentlich vorgesehen war. Und hier muss eine komplette,
Ja, hier müssen die Journals auch dran arbeiten, an ihrer, die müssen es aufarbeiten. Ich denke, es ist hohe Zeit, ja, vier Jahre ist jetzt vergangen. Aber es gibt ja Studien, die ganz, ganz klar zeigen, dass die gesamte Covid-Forschung und die gesamte Impfstoffforschung, die veröffentlicht worden ist, nicht nur biased war, sondern auch schlecht war. Das haben die ganz bewusst in diese Richtung gelenkt. Und dafür müssen sich Journals wie New England Journal of Medicine, Lancet, Nature, die müssen sich dafür rechtfertigen. Die müssen sie rechtfertigen, weil, wobei auch da, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, hast du gesagt, ändert sich die Art und Weise, wie Wissenschaftler heute publizieren. Ja. Das ist auch gut so, weil diese offensichtlichen Kontrollmechanismen wie Peer Review, wie all diese Dinge ja nicht mehr funktionieren. Das funktioniert nicht, genau. Und du hast natürlich, wenn du ein Journal bist, wenn du ein Editor bei so einem Journal bist, du rufst natürlich immer da an oder schreibst dem, der eine besonders hohe Stellung in der Hierarchie hat. Ja, sind ja immer die gleichen. Also es sind die Platzhirsche, diejenigen, die viel zu sagen haben in der Wissenschaft, die entscheiden, was durchkommt und was nicht. Ja, also das sind die, und das ist an sich mittlerweile schwierig. Ja, das ist, hat natürlich immer das Problem, das hatten wir ja auch schon mal gesagt, es gibt keine Revolutionen, ja, in der Wissenschaft, sondern das Althergebrachte muss aussterben. Und ja, wobei es schon, also es gibt ja diese Phasen von Thomas Kuhn. Ja, Revolutionsphase, wenn eine alte These nicht mehr halten lässt. Ja. Aber ja, gut. Aber die Alten sind halt an der Macht und sind halt oben in den Positionen, die haben halt die Möglichkeiten, das zurückzuhalten. Das ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Erfahrung soll ja auch belohnt sein. Ich will natürlich zu den Fachleuten, ich will ja auch deren Urteil vertrauen. Aber mittlerweile sind sie halt absolut nicht mehr vertrauenswürdig. Und wir brauchen eine demokratische Revolution in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Das ist momentan möglich durch das Internet. Da geht das. Und der Punkt ist einfach der. Ich meine, Wissenschaft als Betrieb, als gesellschaftlicher Faktor ist ja, ich meine, wo sind noch wirklich Innovationen, Erkenntnisse, wo man sagt, wow, da hat jemand was Tolles rausgefunden, sondern es ist einfach oft eine Bestätigung des Alten und so weiter. Also da ist viel einfach, kann man sagen, normales Business irgendwie, da hat irgendeiner irgendwas gemessen, da hat es wieder mal irgendwie bestätigt, dass irgendwie, also das juckt doch keinen. Und das, wo man weiß, ist doch auch, Leute, das ist doch keine Wissenschaft, das ist irgendwelche karrierebestätigende Lehrmeinung, die man da von sich gibt und mit fragwürdiger Erhebung, wie auch immer. Also da kommen wir wieder zu Ioannidis, der gesagt hat, schon 2006 sein berühmter Artikel, 85% der wissenschaftlichen Studien sind nicht reproduzierbar. Ja. Also da kräht kein Hahn danach, das interessiert doch niemand. Aber was halt interessiert, sind halt solche Erkenntnisse, wie zum Beispiel mit der DNA-Verunreinigung von einem amerikanischen Forscher, wie heißt der nochmal? McKernan. Ja. Und so was interessiert, weil das halt, das ist was Neues. Und was ich sagen will, ist, die brauchen die Journals nicht mehr. Man braucht sie nicht mehr, eben. Man will die Erkenntnis von so jemand hören. Und wenn die Journals als solide Basis versagen, dass solche tollen Sachen transportiert werden, die Forscher brauchen die Journals nicht, sondern die Forschungsgemeinde, die wirklich wissensgierig ist, die neues Wissen will, die schaut dann halt auf Twitter und Facebook. Oder Twitter, glaube ich, oder X verwendet er. Ja, Substack ist sowas, was jetzt ganz viele verwenden. Ja, so kann man Abos abschließen. Das heißt, eigentlich kann man schon sagen, diese Welt, dieser Massenchunk, Forschung, Journals, rauf und runter, ist am Absterben. Ja, Gott sei Dank, muss man sagen. Also es gibt ja mittlerweile, also der ganze Sektor ist natürlich auch, also nicht nur korrupt, sondern er ist auch wirklich schmutzig. Ich habe ich hab ja an der Uniklinik gearbeitet. Oh, jetzt habe ich gar nicht sauber, gesagt. Nicht so korrupt, aber schmutzig. Die haben... Meister Propper? Nee, was war das? Nicht nur sauber, sondern rein, ja. Also nichts, das sind wir weit von entfernt. Es geht ja in der Wissenschaft, wenn du Karriere machen willst, du musst veröffentlichen. Du musst veröffentlichen irgendwo, am Ende irgendwo. Natürlich ist es toll, wenn du Nature hast. Ja, natürlich ist es toll, wenn du bei Lancet mal unterkommst. Aber letztlich ist das Entscheidende, dass du irgendwo deinen Kram irgendwo unterbringst. Und dann teilst du es auf in lauter kleine. Und es gibt einen riesen Markt an Journals mittlerweile. Für die musst du teilweise auch zahlen, ja, dass die deine Sachen veröffentlichen. Da geht es nicht mehr um wissenschaftliche Erkenntnisse. Da geht es darum, das System zu bedienen. Weil das System verlangt von dir als Wissenschaftler, wo sind ihre Veröffentlichungen? Sie wollen sich habilitieren, dann möchte ich jetzt gerne ihre 15 Veröffentlichungen zu dem Thema sehen. Dann sagst du, ja, ich habe das in dem Journal und in dem Journal. Da habe ich überall veröffentlicht,
interessiert keinen Menschen, liest kein Mensch diese Journals, ja, aber sie sind da und man kann sagen, ich habe ein Paper rausgebracht. Journals sind ja ursprünglich dafür da, es ist Verlage, die sollen wissenschaftliche Informationen verbreiten. Diese Aufgabe kann das Internet mittlerweile übernehmen, muss man sagen. Ja, wer liest denn überhaupt noch ein Journal in Papierform? Ja? Wer hat denn noch Nature zu Hause? Das macht kein Mensch. Auch in der Bibliothek nicht. Sondern man hat es alles eh online. Dann kann man es auch gleich machen. Dann kann man es auch gleich machen, so wie wir können. Man legt es der gesamten Community vor. Mhm. So wie Multipolar die Dokumente vom RKI jetzt allen vorlegt, so legt der Wissenschaftler seine Daten allen vor und dann kann jeder schauen. Und das ist das beste Mittel gegen Korruption, das ist das beste Mittel auch gegen Betrug. Weil wenn ich weiß, es gibt jetzt nicht drei Gutachter, die ich vielleicht von der Konferenz dann auch kenne und mit denen ich ganz gut verstehe, sondern ich weiß, ich lege meine Daten jetzt zehntausenden Wissenschaftlern vor, von überall, ja, dann ist es ein ganz anderer Druck plötzlich. Ja. Dann muss ich wirklich aufpassen, dass ich alles akkurat mache. Und ich habe auch irgendwie gelernt in der Corona-Zeit noch mal mehr wie vorher, wo die wirklich guten Leute sind, ja, die auch wirklich wissenschaftliche Sachverhalte gut einschätzen können, die eine Studie lesen können und sie beurteilen können, die brauchen den Filter eines Lancet oder eines New British Journal of Medicine, brauchen die nicht mehr. Das war früher vielleicht so eine Qualitätsritterschlag, ja, wenn man da seine Studie untergebracht hat. Das brauchen so Leute nicht. Die lesen etwas und sehen, oh, da hat jemand gut gearbeitet oder hat jemand getrickst. Ja, irgendwas passt da nicht. Also es wird sich stark verändern und Gott sei Dank. Naja, ich meine, es ist schon ein Ritter. Ich habe auch ganz, ganz, ganz gerne in diesen hohen Journals früher veröffentlicht, als ich noch aktiver Wissenschaftler war. Das ist schon richtig. Aber das war halt auch zu einer Zeit, wo ich noch nicht gemerkt habe. Es gibt halt, ich denke mal, es ist ein Unterschied, in welchen Bereichen man ist. Wenn man jetzt in der Astronomie ist oder in irgendeinem anderen Fach, wo jetzt nicht so das pekuniäre Interesse von der Pharmafirma oder so, dann ist es tatsächlich, hat es natürlich tatsächlich einen gewissen Wert. Ja? Dann möchte man gerne seine neuesten Radioteleskopaufnahmen bei Nature unterbringen. Das ist schon toll. Aber in dem Moment, und das ist in unserer Branche Medizin, Wissenschaft, ist es halt komplett verdorben, weil wie ich letztes Mal ja gesagt habe, es ist ein Filter gegen, gegen unabhängige Forschung, weil sie einfach nur das durchlässt, was richtig polarisiert ist, was dem Narrativ der Regierungen entspricht. Und dann brauche ich es nicht mehr. Dann ist es eigentlich eher schändlich. Da muss man sagen, also wenn es in Nature rausgekommen ist oder bei Lancet, dann muss ich sagen, dann bin ich sehr skeptisch mittlerweile, ob das wirklich objektiv ist. Das hat sich eigentlich rumgedreht. Das ist doch einfach nur ein Genenwert. Ja? Wenn ich eine Studie sehe zum neues Diabetes-Medikament oder der 593. ACE-Hämmer für Blutdrucksenkung, da weiß ich doch genau, was rauskommt, das ist schon ganz klar. Man kann dann, es heißt dann 20% Verbesserung, schaut man in die Ergebnisse rein, ist das relatives Risiko, absolut ist es dann 0,3, dann schaue ich mir Dropout-Raten ran, wer ist in der Studie ausgeschlossen worden, dann war ich, okay Leute, ja, das ist eine Auftragsarbeit. Es habt ihr die Daten so hingedreht, dass die irgendwie spektakulär klingen, aber genau, wenn man genau hinguckt, ist das heiße Luft und es ist immer das Gleiche. Ja, und wer soll sowas noch ernst nehmen? Es gibt natürlich Ärzte, die lassen sich da immer noch beeindrucken. Ja, Frage, was zahle ich für eine Fortbildung? Und dann, aber mit Erkenntnis, mit auch guter Medizin, die irgendwas voranbringt, hat das doch 0,0 mehr zu tun. Ja. Wissenschaftliche Begründung für Unsinn ist es eigentlich, nicht nur bei uns im medizinischen Feld, sondern auch bei anderen Sachen. Wenn man zum Beispiel an die Klimawissenschaft denkt, ja, es ist ja genau die gleiche Geschichte. Was habe ich jetzt gerade gelesen? In welche Städte soll man nicht mehr ziehen? Heidelberg gehört dazu. Ho Chi Minh Stadt. Berlin, Heidelberg gehört zu den Städten, in die man besser und sich gut überlegen muss, ob man da hinzieht. Und Ho Chi Minh Stadt. Ja, und Ho Chi Minh Stadt, genau. Oxford. Ja, C40, das sind die C40-Städte. Also wir sind auch offiziell C40-Stadt in Heidelberg, so wie ich glaube, so 100 Städte, 100 führende Städte, ja, was das bedeuten soll. In der Welt haben sich verpflichtet, bestimmte Standards zu erreichen, um möglichst klimaneutral zu werden. Was immer Sie darunter verstehen. Was immer das bedeutet, dass wir nicht mehr so viel Klamotten kaufen sollen oder dass wir nicht mehr so viel mit dem Auto fahren dürfen. Das ist nichts anderes wie letztendlich sozialistische Volkserziehung. Mhm. Ja, der wird anhand von, früher der Parteifunktionär, der das vorgegeben hat. Heute ist es dann Follow the Science, sprich Modellrechner. Modellrechner, Shit in, Shit out. Ja, also ich kann jeden Quatsch in den Computer eingeben, ich kann das total steuern, was rauskommt. Und dann sagt irgendein Modellrechner,
Klimakatastrophe droht, individueller Reiseverkehr einstellen, Fleischverzehr einstellen oder sonst was, ja, oder Wohnungen verkleinern oder irgendeine Vorgabe wird dann durchgesetzt im Namen des Klimas oder weil Klimapandemie wird ja auch vermischt, weil ja ein One Health, ja, alles das Gleiche. Ja. Das heißt, wir haben hier eine hochwillkürliche, gefährliche Konstellation, dass quasi Wissenschaft als Scientismus, Staatsreligion missbraucht wird im Sinne von Hochrechnungen, die hochgradig fragwürdig sind und die dann quasi die Bevölkerung drangsalieren können. Ja, ja. Ja. Ja, und damit auch am Denken behindern können, was da eigentlich los ist. Und so kann man autoritäre interessensdurchseuchte Politik durchsetzen, ja, die dann meistens in den entsprechenden Aktienkursen ja auch mündet. Und die Bevölkerung wird entmündigt. Ja, entmündigt und umerzogen. Ja, ich habe es jetzt gerade gesehen in den Schulen hier in Heidelberg. Heidelberg, die Stadt Heidelberg hat ausgelobt einen Preis, ich weiß nicht genau, wie er heißt, einen Umweltpreis, CO2-Preis. Die Schüler in Heidelbergs Schulen, wir können da mitmachen, die können also jetzt, das machen sie klassenweise, können erklären, wie sie individuell, jeder einzelne Schüler in Zukunft CO2 spart. Mhm. Und die Schulen, die dann durch diese Ideen, CO2 zu sparen, virtuell am meisten CO2 gespart haben, die bekommen von der Stadt Heidelberg einen Preis. Das ist sozialistische Umerziehung, kann man sagen. Ich hätte einen Vorschlag, vielleicht die Vollkornschnitte und die rohen Paprikaschnitten reduzieren, das führt zu weniger Pupsen und weniger CO2. Genau, also, ja, überhaupt auch weniger sagen, weniger reden, weniger sprechen und weniger Fragen stellen. Ja, ja, genau, gar nicht mehr sprechen eigentlich. Gar nicht mehr sprechen und nichts mehr hinterfragen, das ist auch gut fürs CO2-Haushalt. Ja, also es ist ein Irrsinn. Und man kann nur hoffen, dass, wir sind halt eine Demokratie, was anderes können wir nicht machen, Gott sei Dank, letztendlich wird alles andere wird schief gehen, aber ich meine, irgendwann muss halt der Wähler auch sein Hirn einschalten, also irgendwann muss er halt mal sagen, Leute, es ist so nicht. Ja, also wir hoffen ja darauf, dass es gibt ja auch noch Alternativen, die man wählen kann. Ja, da gibt es eine, genau, wir haben es ganz vergessen zu sagen. Ja, wollte ich noch gar nicht erwähnen, gell? Uns kann man natürlich auch wählen. Wir treten ja an für die Gemeinderatswahl am 9. Juni in Baden-Württemberg, also hier in Heidelberg. Ja, und bisher läuft es eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt, kann ich mal kurz ein Update geben, wir haben jetzt genug Unterstützerunterschriften, wir haben eigentlich alle Wahlunterlagen abgegeben. Das heißt, jetzt dauert es noch ein, zwei Wochen und dann werden wir offiziell zur Wahl zugelassen. Genau. Wir werden natürlich negiert, ist ja ganz klar, von der Öffentlichkeit, weil sie auch wissen, nicht Öffentlichkeit, sondern von den Zeitungen. Es gibt eine Zeitung, eine Neckar-Zeitung und so weiter. Aber das wird ihnen nicht gelingen. Wir werden uns bekannt machen, auf klassische Weise oft, also Flyer und Plakate. Und ich meine, wir waren ja die Erste, die eine Auftaktveranstaltung gemacht haben. Die Halle war komplett voll, 330 Leute. Ja. Das schafft keiner. Die Grünen hatten, glaube ich, jetzt, die haben es jetzt imitiert, die haben jetzt, glaube ich, 30 Leute. 30 Leute, ja. Und die Rhein-Neckar-Zeitung überschlägt sich in Euphorie und uns hat sie da also in übelster Weise auch entmenschlicht, was übrigens auch gerade juristisch geprüft wird, ob man da das irgendwie dagegen vorgehen. Macht ja nichts, so sind sie halt. Also die Leute nehmen uns wahr. Mal gucken. Ja, ich bin mal gespannt. 9. Juni. Genau. Wir sind wieder am Ende. Wir sehen uns demnächst wieder, noch vor der Wahl, hoffe ich. Ja, genau. Und die Themen werden nicht ausgehen. Die Themen gehen uns bestimmt nicht aus. Wir werden weiter am Kartenhaus rütteln. Irgendwann fällt es ein. Wir glauben dran. Genau, es fällt zusammen mit dem großen Knall. Wir sehen uns wieder. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss. Und tschüss.